Der Hurrikan Milton wütet durch die USA. Davon sind auch Michael Wendler und Laura Müller Betroffene. Das hochschwangere Erotikmodel meldet sich mit einem dramatischen Update bei seinen Fans. Wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte, erreichte der Sturm der Kategorie 3 Uhr morgens Mittwoch gegen 20.30 Uhr, Ortszeit, bei Siesta Key südlich von Tampa das Festland. Milton droht, massive Zerstörung anzurichten. Davon ist auch Laura Müller betroffen. Das Erotikmodel und ihr Mann, der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler, wohnen in Cape Coral, Florida. Sie sind also ebenfalls von den Auswirkungen betroffen und mussten ihr Haus verlassen. Laura Müller gibt Hurrikan Update. Laura Müller, die 28 Jahre Altersunterschied zum Wendler hat, hat auf Instagram mehrere Newsvideos zum Hurrikan geteilt. Was zunächst noch eine reine Nachrichtenlage für sie war, wurde schnell persönlich. In einer weiteren Story schreibt Laura, die als Sängerin floppte, eine Nachricht an ihre fast 640.000 FollowerInnen und Follower. Die Wendlers wurden evakuiert. Vielen lieben Dank an alle Nachrichten, die bei mir eintrudeln. Danke für euer Mitgefühl, schreibt Laura in ihrem Statement. Wir sind evakuiert und werden Hurrikan Milton hoffentlich sicher überstehen. Wo genau sie untergebracht wurden, geht aus dem Statement und ihren späteren Instagram-Stories nicht hervor. Die Sicherheit unseres Sohnes und ungeborenen Sohnes sind uns das Wichtigste, betont das ehemalige Playboy-Covermodel. Meine Gedanken sind bei allen betroffenen Menschen. Ob sie bzw. ihr Anwesen durch die Auswirkungen der Naturkatastrophe betroffen sind, ist derweil noch nicht klar. Jedoch scheint es ihr gut zu gehen. In einer späteren Story zeigt sie ihren Fans stolz ihren bereits mehr als auffälligen Babybauch und streichelt diesen.